Okay, 15.09. Gut, die Lüftung läuft, aber der Generator macht noch Schwierigkeiten, schaltet sich immer wieder ohne erkennbaren Grund ab und dann funktionieren die Zuluftventilatoren nicht mehr, wodurch offenbar die Falltür vakuumversiegelt wird und man nicht mehr aus dem Bunker kommt. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Das klingt irgendwie doof. Ich glaube, ich habe das Problem mit dem Generator und der Lüftung jetzt im Griff. Vorräte sind auch alle an Bord. Jetzt müssen wir nur noch warten und hoffen, dass wir sie nicht brauchen. Ich habe Shane und Kimmy vom Bunker erzählt. Aber wie erklärt man 5- und 7-jährigen Kindern einen Luftschutzbunker? Sie müssen nur wissen, wo er ist, also lasse ich sie einen Reim auswendig lernen. Hinter Papas Laden steht ein umgekippter Zug. Hochklettern, reinspringen, das ist schon genug. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo Papas Laden ist. Und zwar, das ist John Miller. Aber wo ist sein Laden? Ist das der Laden? Ein umgekippter Zug? Ist hier ein umgekippter Zug? Hier ist kein umgekippter Zug. Oder doch? Ist das der Laden? Ist das da drüben der Laden von John Miller? Warum wird eigentlich... Das Schlimme ist, meine Stimme wird immer so hoch, wenn ich... Na, egal. Ist das... Ich will's jetzt wissen. Wo ist der Laden von John Miller? Also hier ist er... Nee, das ist Big... Moment, doch. Big Johns Schrottplatz. John Miller. Das heißt... Ja, surf du ruhig eine Runde im Internet. Ich kümmere mich dann mal um den Rest. Oh, immer das Gleiche. So, hinter Papas Laden ist ein umgekippter Zug. Hier steht zwar Schold, aber... Alter! Was willst du von mir? So, hinter Papas Laden ist ein umgekippter Zug. Raufspringen, bla bla, ist schon genug. Das heißt, wir müssen jetzt... Jetzt will ich's wissen. Also, hinter seinem Laden. Das heißt, es könnte auch... Da ist kein umgekippter Zug. Die Frage ist, ist John Miller Big John? Aber das müsste... Da müssten wir doch eigentlich... Ich meine, wo versteckt, wo würde der denn... Hat er den Luftschutzbunker? Nee, der ist doch mit Sicherheit versteckt. Aber ich würde sagen, das hier ist hinterm Laden. Ich laufe natürlich gerade total in die falsche Richtung. Oh, da war auch ein Notfrequenzsignal. Okay. Sendet... Alter, nicht schon wieder die Viecher. Legendäre! Nein! Aber so ist ganz gut. Wieder eine Minigun. Wie viele Brutmütter sind das denn? Karl, mein Troppe. Uiuiuiui. Turmstatus. Jo, aktivieren wir mal den Satelliten. Ich hab's heute irgendwie mal wieder mit dem Husten. Ich habe keine Ahnung wieso. Aber den Zug hinter Papas Laden habe ich auch noch nicht gefunden. Funknachricht Familie Miller. Okay, Moment. Jetzt muss man natürlich mal Radio hören. Was? Ich verstehe keinen... Doch, okay.
Hier ist doch kein umgekippter Zug irgendwo in der Nähe. Achso, das sind Leute hier. Also ich höre die ganze... Wer bist du denn? Ich guck gleich nochmal nach dem Signal. Möchtest du handeln, Bruder? Bist du ein Händler? Klar, zeig mal, was du hast. Gut, lass ihn durch. Hä? Achso, das ist ein... Achso, jetzt steht er auf. Ja, ihr seid schon tolle Wachen. Das muss ich echt sagen. Ich schlafe erstmal kurz eine Runde. Ich will jetzt auch gar nicht handeln. Okay. Moment, das ist ein umgekippt Eisen. Wer auch immer da draußen ist. Bahn. Meine Familie braucht eure Hilfe. Wir sind in unserem Bunker gefangen. Bei Big Johns Schrottplatz. Ja. Da bin ich doch gerade. Und jetzt geht die Luke nicht mehr auf. Das ist schon doof mit der Luke, ne? Ja, ich versuch's doch schon. Bitte, mach den Generator an. Kimmy, ganz ruhig, Schatz. Ich versuche ja nur gerade rauszukriegen, wo. So, ich glaube, das können wir jetzt abschalten. Gestorben. Meine Familie braucht eure Hilfe. Wir sind in unserem Bunker gefangen. Ich wiederhole. Ich glaube, so hart das auch klingt, wir sind zu spät gekommen. Naja, wahrscheinlich sind wir auch 200 Jahre zu spät gekommen oder sowas. Warum müsst ihr denn unbedingt... Warum übersetzt ihr Railgun mit Gleisgewehr, Bethesda? Eine Railgun ist eine Railgun, das hat doch nichts mit dem Gleis zu tun. Egal. Das Poster finde ich geil. Was wieder? Ach, das ist... Brauche ich, glaube ich, nicht. Ja. Ich laufe nochmal kurz da hoch zu dem Dingsgedöns. Also die Familie Miller hat es wohl nicht gepackt. Ich laufe nochmal ganz kurz da hoch, weil hier war noch irgendein Signal, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich wollte mal hören, welches das noch war. Notfrequenz RJ11. Supermutanten. So, und noch ein Notsignal.
Also nicht wundern, dass ich leise bin. Ich höre einfach nur zu und warte und höre drauf, dass es lauter wird. Die Shaw High School. Naja, wie gut, dass wir den Trick schon durchschaut haben. Ja. Ich gehe trotzdem rein. Ich lasse mich wieder ablenken, wie ihr merkt. Aber das ist egal. Ich meine, wir waren hier in der Gegend noch gar nicht. Und da kann man ja mal ein bisschen. Kann man sich ja mal ein bisschen umgucken. Was war? Da hat sich bestimmt was bewegt. Das Geräusch da. Was ist das ein? Da draußen. Jemand da? Was ist da draußen los? Ich habe gespürt, wie die Erde bebt und seitdem nichts mehr. Tage her. Heute kein Kampf. Lass mich bitte raus. Da ist ein Knopf auf einem der Thesen in der Schmucker. Was ist das? Ich hab so ein... Was ist das? Wo kam die Granate her? Nein, 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 die Waffe ist leer, die Waffe ist leer, die Waffe ist leer! Nein! Warum bin ich nicht weggelaufen? Oh, warum bin ich nie weggelaufen? Okay, also wir haben noch woanders was. In Menschen, wenn ihr da draußen Hilfe braucht, wir sind da. Kommt zur Shaw-Schule. Wir fressen euch schon nicht. Okay, das ist das von vorher. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wieder. So, ich mach das jetzt hier nicht mehr so. Ich speichere nochmal. Ich mach das jetzt hier nicht mehr so auf heimlich. Was war? Sich bestimmt was bewegt. Ist jemand da draußen? Helft mir! Was? Wer da sei? Ich hab gespürt, wie die Erde lebt. Seitdem. Ich lasse das Radio einfach mal an, weil ich habe noch nicht rausgehört, wo sie ist. Ich habe nur gehört, in der Schmuckabteilung. Noch nicht verstanden, wo. Ich
Es müsste theoretisch schnell. Ich lasse es einfach mal an, damit wir das nicht vergessen. Ich erzähle jetzt aber trotzdem einfach weiter und ich laber jetzt einfach darüber. Es ging einfach nur darum, ich verstehe es immer noch nicht so ganz, aber es müsste theoretisch hier in der Nähe sein. Sonst würden wir das ja nicht hören. Ja, also wir werden das schon finden, denke ich. Ja, das war doof. Das sollte ich. Ich bin. Jetzt habe ich mich so. So. Ja, ja, Tresen in Schmuckabteilung. Ich weiß. Wo war der denn? Der, die gesagt hat, oh, heute kein Kampf. Hier ist aber auch nichts Interessantes, so wie es aussieht. Was? Ein Tod. Was? Ich habe keine Ahnung, was der gerade gesagt hat. Ein Todspot würde hier Kabelbrand kriegen? Was auch immer das heißen soll. Nee, meine Lieben. Da laufe ich nicht rein. So einfach geht das nicht. So einfach trickst ihr mich nicht aus. Hier ist ein Lehrerterminal, okay. So. Ich sollte die einfach mal ausmachen. So ein bisschen nervt die jetzt schon im Hintergrund. Roof, Grow, Told, Rope, Poor, Womp, Womp. Schon Womp. Also. Wie? Okay. Memos an Lehrkräfte und Mitarbeiter. Ach du Heiland. Ach du Heiland. Von Rektor Ronald Tanners Schreibtisch an alle Lehrkräfte und Mitarbeiter. Hallo, wie Sie vermutlich alle bereits wissen, haben die letzten Prüfungsergebnisse an unserer Schule einen Sprung nach oben gemacht und selbstverständlich sind Glückwünsche angebracht. Da Führungsstärke ganz oben beginnt, werde ich im Rahmen der nächsten Schulbezirksversammlung im kommenden Monat als Verwaltungsbeamter des Jahres ausgezeichnet. Man hat mich gebeten, mich bei meiner Ansprache kurz zu fassen. Daher beschränke ich meinen Dank auf diejenigen, die am engsten mit dem Projekt in Verbindung stehen, um mehr auf meine Ideen und Pläne für die kommenden Jahre eingehen zu können. Vor diesem Hintergrund werden Ihnen möglicherweise Gerüchte über eine Anhebung unseres Schuletats zum Ohren kommen. Während manche dieser Gerüchte einen wahren Kern haben, wird diese Anhebung jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nur minimal ausfallen und vollständig in unsere Ausstattung und Räumlichkeiten fließen. Ein Teil der in Aussicht gestellten Mittel habe ich allerdings als Zeichen der Dankbarkeit für einen kleinen Umtrunk der Lehrkräfte und anderen Mitarbeiter reserviert. Am nächsten Wochenende zwischen 18 und 18.45 Uhr. Gute Arbeit und weiter so, Rektor Tanner. Hallo, viele von Ihnen haben Bedenken geäußert, weil die kürzlich versprochene neue Ausstattung noch nicht eingetroffen ist. Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass ich das Bezirksamt angerufen habe und die besten Leute herauszufinden versuchen, weshalb die Lieferung nicht angekommen ist. Keine Ahnung, die ist wahrscheinlich einfach kaputt gegangen oder geklopft. Egal. Bis dahin arbeiten Sie bitte mit der zur Verfügung stehenden Ausstattung weiter. Dabei handelt es sich um dieselbe Ausstattung, die uns geholfen hat, unsere Prüfungsergebnisse so zu verbessern, dass wir überhaupt erst in den Genuss der Etat-Erhöhung gekommen sind. Was nicht kaputt ist, brauchst du nicht zu reparieren, sag ich immer. Auf geht's, Leute. Rektor Tanner. Ist das Willy Tanner? Ah nee, Ronald Tanner. Okay, ist bestimmt der Vater von Willy Tanner. Hallo, alle Lehrkräfte und anderen Mitarbeiter sind hiermit für den Rest der Woche beurlaubt und sollten auch ihre Schüler entlassen. Wenn Sie dieses Schreiben erhalten haben, brechen Sie Ihren Unterricht ab und verlassen Sie die Klasse ruhig und geordnet. Ich werde in meinem Büro sehr damit beschäftigt sein, mein Toupet zu arrangieren. Daher will ich unter keinen Umständen gestört werden. Was? Darüber hinaus erhalten alle Schüler in Mr. Wellborns Geschichtsklasse eine Note zwischen 1 und 1 minus statt der üblichen 1 bis 6. Dies erfolgt auf Grundlage jüngster Studien des Bezirksamtes. Was? Und was? Und Sie wissen ja, wie sehr ich das Bezirksamt liebe. Ich bin ein Idiot, Rektor, voll Arsch.
PS wählt Rusty Burton zum Ballkönig. Alter, wie geil.